Herzlich willkommen hier wieder beim Singleplayer Let's Play, aber es ist wirklich ein Singleplayer. Nein, ist es nicht, weil der Raphael hier noch mit in der Skype sonst was ist. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, wer sonst? So, ich kann hier diesmal. Der Heiko hat ja sonst gar keine Kollegen, die er anrufen könnte. Nein, ich habe ja nur 216 Abonnenten, da will ja sonst bestimmt keiner was von mir. So, ich mache jetzt mal Level Start, da kommt jetzt wahrscheinlich diese Zwischensequenz. Jupp, leise. Danke, Commander Mason. Sehen Sie sich das an. Der Vorsitzende Tian Shao. Immer die Anführer Chinesen. von Chinas Militär und Kopf der Streitkräfte der SDC-Koalition. Der Mistkerl mimt den harten Kerl, selbst vor Chinas Regierung. Die haben ihn so gut unter Kontrolle wie wir. Ein echter Einzelgänger. Der Vorsitzende Sao hat Russland bei den Eiern. Ganz fest, Commander. Aua. Wenn Russland der SDC beitritt, wird das die größte Militärstreitmacht des Planeten. Und das ist genau das, was Menendez will. Dass die Supermächte sich gegenseitig auslöschen. Im Moment sind sowohl Iran als auch Indien bedroht. Die SDC macht ihren Zug. Zeit für eine Antwort von JSOC. Russland und China zusammen? Mit dem ursprünglichen Angriff haben sie unsere Verteidigung lahmgelegt. Wir haben sie abgewehrt, wurden aber dezimiert. Wir halten einen weiteren Angriff nicht stand. War es die SDC, Commander? Es waren Boden- und Luftdrohnen. Basis Spectre ist entscheidend für die Nordgrenze Indiens. Geil. Schnell reagieren können wir nur, indem wir abspringen. Das Primärziel des Feindes wird sein, die Verteidigung auszuschalten, indem er die Generatoren und Satelliten ablenkt zerstört. Wenn die Systeme ausfallen, hält ihn nichts mehr vom Hauptkontrollraum ab. Wenn das passiert, Geil. verlieren wir Basis Spectre und Indien steht zum Abschuss bereit. Einmal so zur Erklärung für dich, Raphael. Hier war gerade so ein Hologramm von der Basis. Das sah mega geil aus. Also so in 3D. Das war mal obergeil gemacht. Also ich muss sagen, Black Ops 2 kann an einigen Stellen schon ordentlich was an Grafik bieten. Also so, mir fallen extrem viele Clipping-Fehler auf oder dass die Leute sich 10 cm über den Tisch abstützen, ist übertrieben gesagt. Aber so von der Grafikaufmachung und immer so, wenn man einen Turban um hat, hat man auch noch so ein paar Fetzen im Gesicht darum fliegen. Finde ich immer schon ziemlich geil. Also da kann das auch einiges bieten. So schließen sie drei Angreifer, Truppenkommando und Kontrollübungen ab. Okay. So. Eingreifen. Jetzt habe ich hier so ein Tutorial. Okay, machen wir einige Systemchecks und Trainingsmanöver. Bringen wir das hinter uns, bevor es richtig zur Sache geht. Ich will einen Funktionscheck der Claw-Kontrolle. Bereithalten. Ich drücke 2. Hallo, ich drücke 2. Direkte Claw-Steuerung übernommen. Ah, länger drücken. Wow. Geil, ich kann zwischen den Leuten wechseln. Funktioniert. Geschützkontrolle bestätigt. Waffensysteme aktiv. Test Satellitensignal. Wechsel zur taktischen Karte. Hammer nice, was denn das jetzt alles? Ich will sicher gehen, dass die Claw-Wegpunkte passen. Claw-Kamera online. Manöver durch. Infanterie unter direkter Kontrolle. Ja, ich kann jetzt hier so die Truppen aus der Luft so rausbewegen, so gesagt. Gut. Einheiten unterwegs. Bereich durchsuchen.
Checks des Infanteriekamerasignals. Bestätigt, Signal ist gut. Okay, wir setzen eine Dummy-Drohne im Bereich ein. Oh, Luftschiff. Oh, da kommt was raus. Uiuiui. Ah, eine Drohne. Bup. Guten Tag, du kleines Ding. Bereithalten für Zielübung. Überprüfen wir das Signal der taktischen Übersicht. Gewählte Einheit auf Ziel warten. Vorrücken zum Angriff. Nur noch ein Infanteriemanövertest zur Sicherheit. Infanterie wird direkt kommandiert. Hammer nice. Vorwärts zur Markierung. Rücke vor zum markierten Wegpunkt. Sieht gut aus. Zum letzten Mal als Team. Rücke vor zum markierten Wegpunkt. Alle Einheiten zur Position vorrücken. Also gut, ich denke, das hätten wir. Gut gemacht. Hammergeil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kann ich gleich so zwischen den Leuten wechseln und in die Maschinen reingehen und dann die Leute kommandieren und alles. Oh. Hört sich schick an. Aber ob das in Shooter reinpasst, werden wir gleich sehen. So. Das sind die, ich überspringe das mal. Was wir machen müssen, ne? Scheiß drauf, einfach reinrennen. Okay, 21. Mai 2025. Ah, da landen wir mit solchen... Ah, Jetpacks. Cool. Feindliche Truppentransporter benötigen noch eine Minute. Alle Einheiten am Boden schaffen einen sicheren Bereich. Jetzt kann ich ernsthaft in diese Karte wechseln und alles. Der Transformator und der Kühlturm versorgen die Tore der Basis mit Strom. Wenn zwei davon ausfallen, hat der Feind Zugang zum zentralen Hauptrechner. Okay. Okay, ich weiß, was ich mache. So, als erstes werde ich sagen, die 3. Infanterie unter direkter Kontrolle. Lol, das wollte ich nicht. Fail. Die 3 steht da. Okay, die haben sich jetzt schon so aufgeteilt. Ne, der 2. Kloreinheiten beziehen Position. Dann... Ah, okay. Ich will die 5 sein. Greife feindliche Infanterie an. Wow. Hackermodul wird manipuliert. Missionslos. Der Feind sieht auf den Netztransformator. Ach, passt sie? Zu kurz. Ich möchte mal zur 3. Doch wieder zur 5, ich weiß nicht ganz, wo ich hin will. Wow, und ich bin immer wie ein anderer. Was wird jetzt angegriffen? Moment, einmal in die taktische Übersicht, bitte. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Wow, das geht ja richtig zur Sache hier. Transformator.
Hier sind so kleine Flieger. Hilfe. Alter, das geht hier ab. Wow. Ich muss einmal zur 3 ganz kurz wechseln. Leute, wie sieht es hier aus? Hinten sieht es eigentlich ziemlich ruhig aus. Also wieder hier zur 5 und ich habe ordentlich verloren. Also Einheiten. Stirb, du Scheißbot. Alter, die Kämpfe sind ja mal echt hammergeil in der Singleplayer-Kampagne. Hammer nice. Lol. Alter, wie viel kommt denn da noch? Stirbt alle. Alles aus dem Heli fallen lassen. Ah, da wird wieder so eine scheiß Drohne abgesetzt. Fuck you, bitch. Okay, den hole ich aus der Luft runter. Oh, fuck. Das zeigt keine Wirkung. Friss das... Boah, fuck halt das Ding aus. Wow, C. Verhag. Ein Mann ist verwundet. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Abschuss bestätigt. Der Netztransformator wurde beschädigt. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Rücke vor und greife Gras an. Gefahr eliminiert. Ich muss mal wieder zur 5. So, Bitches, ihr da oben. Macht mir nix kaputt. Eroberung Metro. Ohlala. Ach ja, Raphael zockt BF3. Du kannst ja mal sagen, was bei dir los ist. Bei mir ist hier gerade die Hölle los. So viel. Ladebildschirm. Oh, wie schön ist der Ladebildschirm. Oh mein Gott. Diese Details. Heilige Scheiße, mal ganz kurz Übersichtskarte. Da sind ein paar Fünfer stationiert. Ja, die sind da schön zentral, das gefällt mir.
Wie weit bist du denn schon in der Singleplayer? Weiß ich nicht, ich glaube nicht wirklich weit.